Hallo und herzlich willkommen zurück bei Banished. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Banished. Wir sind im Ende Winter, 15. Jahr. Letztes Mal haben wir die Häuser richtig schön aufgestockt, noch ein paar Holzhütten dabei geschaffen, damit wir demnächst mal ein paar Leute dazu haben. Oh, ist gerade einer erwachsen geworden. Passend zum, ne, also ne, zum Thema. So, ja. Dann bauen wir gerade den Marktplatz zusammen, der dafür sorgt, dass unsere Waren besser unter den Häusern verteilt werden. Da Händler arbeiten, die sich nur darum kümmern. Und ja, dann planen wir noch die Taverne für dieses Mal und wollen so langsam das erste Waldgebiet hier mal frei von Jobs machen. Das Ganze hier oben hin verlegen. Hier. Und ja, damit wir da noch mehr Platz für Siedlungen haben. So, apropos Siedlung. Jetzt habe ich die Straße nach hier gezogen, aber noch gar nicht weiter. Hier so, und dann machen wir hier Häuser dran. Ah, da ist gerade schon wieder ein Steinhaus fertig geworden. Ja, sobald. Das bleibt jetzt sogar länger leer stehen, weil wir gerade keine Kinder haben, die ausziehen. Aber hier ist eine 8. Der wird gleich fertig sein. Erwachsen und sich dann ein Haus suchen. Um eine eigene Familie zu gründen. Obwohl, hier ist auch ein 16-Jähriger noch drin. Der könnte auch ausziehen. Vielleicht noch nicht das nötige Kleingeld. Hier 17, 16... Ach schön. Mädchen, Junge, passt doch. Sucht euch mal eine Wohnung, ihr zwei. So, ansonsten sind die Häuser ziemlich leer. Und viele alte Alleinstehende hier drin. Ich hoffe, sind bald offen für Nachmieter. So, hier wachsen Bäume. Weg damit. Da wollen wir noch bauen. Apropos bauen. Holz ist da, Stein noch fehlt noch. Oh. Stein und Eisen sind mittlerweile auch schon wieder verschwunden. Wo sind die denn hin? Da kann ich ja hier ruhig nochmal ein paar Leute einstellen. Und wo nehmen wir die raus? Wahrscheinlich all die, die gestorben sind. Die müssen ja auch irgendwo arbeiten. So können wir es, glaube ich, eben mal lassen. Weil wir haben vorher so Woodcutter lassen wir 2. Trader brauchen wir dann gleich erst. Beziehungsweise Vendors. Abbruch-Trader, keiner da. Okay. Ja, der Rest, der bleibt. Müssen die mal eben mit ein paar Leuten hier fertig werden, bis die ganzen Studenten da in der Uni fertig sind. 4 Stück haben wir noch drin. Sind mittlerweile auch schon wieder bei 40 angekommen. Und 8 Nachwuchs. Oh, schön viel Holz jetzt gleich. Und ich glaube, der Winter, der nähert sich dem Ende. Wir haben schon wieder 0 Grad. Hier ist ganz schön viel Trubel dafür, dass wir gerade gar nicht so viele Leute haben. Alle hier in der Gegend am Arbeiten. Werkzeuge haben wir gerade genug. Eigentlich könnte ich den Schmied mal eben frei machen. Wobei der automatisch frei hat, dadurch, dass wir so wenig Eisen haben. So, das ist auch fast fertig. Da fehlt eigentlich auch noch ein bisschen Stein. Ich glaube, überhaupt könnte ich noch hier mal um 1 verschieben. So. Oder ich sammle einfach. Hier müsste doch eigentlich noch ein bisschen was sein. Könnte ich auch mal eben im Auftrag geben. Müssen wir es einsammeln. Haben wir hier noch Eisen nahe? Nee, das nächste ist das da. Dann nehmen wir das mal mit. Ein paar Steine haben wir aber noch hier. So. Feuerholz ist schon wieder niedrig. Okay, aber 6 Grad. Der Sommer kommt. Es ist Frühling. Oh, ist wieder einer vor Alter gestorben. Komm, ich will mehr Leute haben. Jetzt macht schon hinne hier. 8 Kinder. Ist das Haus inzwischen bewohnt? Ja. Da ist ein Student und ein Forster drin. Ah, die studieren erst mit 10. Das heißt, es zieht sich noch. Müssten wir mal darauf achten, wann. Garyl müssen wir uns mal merken. Wenn der hier unten im Chat auftaucht, wissen wir, wie lange die studieren. Aber ich gehe mal einfach von mindestens einem Jahr aus, also 4 Lebensjahre. Kommt mir sogar vor, als wenn es ein bisschen länger wäre.
Aber ist ja nicht so wild. Dafür arbeiten sie danach halt effektiver. So, Feld wird angebaut, das zweite auch. Schafe haben wir mittlerweile sogar 8 Stück. Da ist ein Lamm. Eins, sonst sehe ich nur 6. Muss nur irgendwo ein Lamm sein. Ah, da vorne in der Ecke ist es. Ganz alleine, weg von seiner Herde. So, apropos, ich könnte mal eben gucken. Haben wir schon tolle, warme Klamotten? Clothes sieht man hier nur so. Ja, 4 Stück warme haben wir schon. Dann könnten wir fast die alten nochmal eben hier reinhauen und gleich verkaufen. Na, alle 30 ist vielleicht gerade nochmal übertrieben. Tun wir nochmal 10 da rein. Brauchen wir einen Trader. Ganz kurz. Boah. Nehmen wir diese Ressourcenlücken zwischendurch. Na, wenn wir uns ganz gut hier leer gearbeitet mit dem Rundschlag in Häusern. Macht aber nichts. Kommt schon noch. Und die Straßen kosten natürlich auch immer Stein. Können wir hier noch was... Können hier noch ein bisschen sammeln? Vielleicht wäre da... Also solange wir den einen Steinbruch nicht vollkriegen, brauche ich glaube ich über den zweiten gar nicht nachdenken, ne? Das wäre glaube ich etwas unsinnig. Aber hier, guck mal. Da liegt doch noch was. Könnte man auch noch einsammeln. Weil wir gar nicht genug Laborer im Moment haben. Nur 3 Studenten. Das wird noch ganz schön mau. Kann ich hier noch irgendwo sparen? Ich glaube nicht, ne? Der Trader wird wahrscheinlich inzwischen fertig sein. Den können wir wieder entlassen. Und sonst... ist eigentlich schon alles recht knapp besetzt. Vielleicht ihn noch, wobei wir sowieso... Im Moment haben wir keine Wolle. Na komm, dann nehmen wir hier noch einen raus. Forester können wir auch nicht noch sparen. Holz haben wir nämlich auch nicht so die Welt. Ah, passt schon. Wie sieht es hier eigentlich aus? Ach, ist das vielleicht doch immer nur für das aktuelle Jahr? Ich glaube fast schon. In den letzten 5 Jahren. Boah, hier mit dem Feuerholz sind wir immer echt knapp. Also, ja gut, 400 ist noch nicht so knapp, aber... auch nicht so richtig viel. Das haben wir beim Essen mehr. Egal. Ja. Weiter im Text. Wir haben... Arving, nein. Ist er noch Student? Er ist noch Student, ein Jahr älter. Drei neue Geburten. Jetzt sind wir bei 53 insgesamt. Aber immer noch nur 3 Studenten. Ich tue mal hier eben die Zeit kurz mal laufen lassen. So zieht sich das jetzt, glaube ich, hier doch zu lang. Außerdem kann ich nicht abstreiten, dass ich ziemlich neugierig bin. Ich pinne mir das mal hier unten hin und dann beachten wir da mal drauf. Wie lange die Leute hier studieren. Vielleicht könnten wir auch einfach dann die Schule mal dicht machen. Aber eigentlich Blödsinn. Besser ausgebildete Arbeiter als... viele. So. 4 Narrow and Builder, das passt eigentlich. Da ist jetzt alles da. Dann noch ein Haus. 14 immer noch Student. Sagt der Richtige, ich studiere noch mit 32. Aber gucken, ob er es auch so lange braucht. Ich bin auch später angefangen. Nicht mit 14 schon. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Eisenkohle, Feuerholz ist voll mal. Aber Holzreserven könnten wir echt noch gebrauchen. Und es wird schon wieder Herbst hier. Das Jahr verfliegt im Schnelldurchlauf. Aber es interessiert mich jetzt. Außerdem haben wir sowieso gerade mal eben ein bisschen Lücke. Mal einmal eben alles fertig bauen lassen hier. 15? Haben wir einen neuen Studenten und ein neues Kind dazu. So, ich glaube, Winter. Haben wir dieses Jahr echt gar keinen Händler gehabt oder ich habe ihn verpennt? Das kann ich nicht so genau sagen. Der Gatherer hier, der ist
glaube ich, ein bisschen unterfordert, oder? Der produziert doch nicht so viel, ne? 300, 600, 900, also fast 1000 hat er. Und da im Vergleich zu unserer anderer, der hat in der letzten Season, na gut, auch nur so viel. Man ist er wohl doch nicht unterfordert. So ein bisschen weniger, aber nicht, dass man jetzt darauf rumreiten könnte. So, Eisenlow. Ja, ist klar, da sind wir die ganze Zeit an der Grenze. Und Wolle haben wir keine mehr. Leder müssten wir jetzt ja inzwischen dann ordentlich gehortet haben. 38, da haben wir noch viel. Wolle fehlt. Fleisch haben wir auch echt viel. Vielleicht von den Schafen jetzt auch noch. Ist gar nicht, ob es unterschiedliche Fleischsorten gibt. So, die letzten Steine noch. Da sind schon noch ein noch. Ein Stein noch, ein Stein noch. Dann fehlen uns allerdings immer noch die Leute, um das hier zu füllen. So, es wird gebaut, unser Marktplatz. Und da ist der Händler. Mal doch mal eben langsam und gucken mal, was der so im Angebot hat. Hühnchen. Hühnchen sind cool. Und die kosten auch nicht viel. Die möchte ich. Der kauft wohl auch nicht viel wieder. Die sind immer kompliziert. Ah, wir haben Late Winter. Vielleicht brauchen wir nicht mehr so viel Feuerholz. Herbst kauft er wieder nicht. Der Sau. Nickel. Nur zwei davon. Wobei. Loks haben wir eigentlich nicht genug. Tools könnte ich nochmal 25 abstoßen. Ja. Und dann gucken wir mal. Da ist ein Stonecutter an Altersschwäche gestorben. Hier nehme ich mal eben die Leute zurück. Das ist fast fertig. Dauert nicht mehr so lang. So, ich glaube, wir müssen hier doch nochmal sparen bei der Essen. Ach so, wir haben ja auch nur weniger Gatherer, ne? Das könnte auch dazu beitragen, dass sie generell so wenig produziert haben. So, dann stellen wir das nochmal schneller. Und planen schon mal unsere Hühnchenfarm. Bock, bock. Pacer, die machen wir einfach genau hier Spiegelung. Passt das? Ja, das passt. Kommen da Hühnchen rein? Ach, nein, ein Stonecutter wurde von einem Stein zerschmettert. Ein ungeplanter Tod. Beziehungsweise ein nicht erwarteter Tod an Altersschwäche. So, was haben wir denn hier? 20 davon. 60 davon. Ach, da können wir uns nicht über zwei. Ich hätte gern mehr. Aber ich glaube, wir müssen wieder mit zwei anfangen und die langsamer hochzüchten. Da führt kein Weg dran vorbei. Hier drei. Das müsste dann zumindest, ups, reichen. Ja, Firewood ist low, weiß ich doch. Habe ich doch gerade selbst beantragt. So, bringt das Zeug dahin, schnell. Da rennt einer. Und dann 25. 100. Und noch einfach. Kauft ihr die? Achso, die haben wir noch gar nicht drin. Na, nicht ganz. Pausieren. Dann brauchen wir die auch nicht vertauschen. Und dann tun wir Tools auch mal nur 20. Und hier tun wir auch noch 15. Da können wir noch. Oh, jetzt habe ich vergessen, wie viel. Ja, passt. Gut, ja, zwei Hühnchen bitte. Dankeschön. Hier die wieder zurück. Die Tools auch wieder zurück erstmal. Die holen wir dann, wenn wir sie brauchen. Und die auch zurück. Ach, nicht immer mit Escape raus. Typisch. So gut, zwei Hühnchen haben wir. Das reicht ja. Nach 2 Jahren haben wir dann ja eine ordentliche Population hier. Sind wir bei 11. Ist halt nur am Anfang dann ein bisschen knapp. Aber wir brauchen es ja auch noch nicht dringend. Wobei wir wieder auf 38 gestrumpft sind.
durch die beiden tot. Ja, 17 immer noch Student. Ich denke mal, dann wird sich das auch noch bis 18 ziehen. 5 Leute in der Ausbildung gerade, die dann nachrücken. Wir werden noch ein bisschen hier bei den Leuten bleiben. Aber Kinder haben wir ganz schön viele. Gleich sind bestimmt die Schulen voll. Und dann plötzlich ein Schub. Könnt mal gucken, ob wir Nomaden haben. Aber ich denke, da würden wir die nicht trotzdem holen. Nein. So, der Marktplatz ist fertig. Da haben wir 2 Händler eintragen. Und zwar die Trader. Und dann haben wir zumindest da schon mal auch ein bisschen Zeit gespart, weil die Leute nicht mehr so weit rennen müssen, um ihre Sachen zu holen. Wobei natürlich jetzt nur wenig bedient werden bei 2 von 12. Aber dafür ist der Weg ja auch schön nah. Ich hoffe, das gleicht sich ein bisschen aus. Hier könnte ich noch den Brunnen schön hinsetzen. Oder vielleicht mal einen zweiten Brunnen mal gucken. So, wir bauen keine Häuser mehr. Da setzen wir nochmal eben nach. So. Da haben wir schon wieder einen Toten. Altersschwäche. Machen wir hier noch ein Holzhaus hin. So, 11 Kinder. Jetzt wird es langsam Zeit. Wobei wir halt jetzt in so einem Kreislauf sind, ne? Das rückt dann jetzt nach und ja, wir planen ja langfristig. So, Mine. Da ist immer noch tonnenweise Zeug drin. Da brauchen wir uns eigentlich noch gar keine Gedanken machen. Hier wird noch ein bisschen abgeholzt. Aber im Grunde warte ich eben, bis die Hühnchen fertig sind. Was macht hier der Gatherer? Ach, der ist auch schon beliefert. Na, die Hühnchen brauchen nur Holz als Material, das hier gleichzeitig gefällt wird. Da können wir eigentlich problemlos dann auch die Brauerei schon mal planen. So, wo ist sie denn überhaupt? Hier habe ich auch noch nicht gebaut. Wo fällt hier drunter? Ah, da ist sie. Taverne. Schön am. Oder direkt dran. Können wir da noch 2 Häuser hinsetzen? Und das Ding ist ein bisschen zentraler. Fände ich eigentlich auch ganz gut. Vielleicht auch. Oh, ich wollte erst diese Richtung hier ausbauen. Dann setzen wir die hier hin. So. Schauen wir mal eben. Brauche eigentlich nicht. Ja, gut. Die Taverne in Planung. Haben wir bald mal alles einmal stehen. Und dann fängt die größere Planung an, wie wir uns hier noch erweitern können. Ich meine, die Gebäude müssen halt auch zentral sein und sind halt irgendwo noch voll, wie man hier sieht. Auch die Kapelle kann nur begrenzt Leute halten. Das heißt, da werden wir auch noch mehrere von brauchen und werden uns hier dann um diesen Berg nochmal rumbauen. Und da vielleicht ein Tünnelchen durch oder so. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann regeln. Aber das kriegen wir schon hin. So, hier ist wieder keine Wolle. So langsam müssten die Schafe aber da auch mal regelmäßig werfen. Aber gut. Oh, es sind auch wieder welche gestorben. Ja, wir können sogar hier einstellen, wie viel wir da lagern können. Ach, und erst wenn das dann drüber kommt, dann wird geschlachtet. Ja, im Moment brauchen wir die noch für Wolle. Ich denke mal, wir kriegen durch die Hühnchen auch Eier, da ist das also relativ wurscht. Hier ist jetzt allerhand schon gelagert. Die sind ganz schön fleißig dafür, dass sie nur zu zweit sind. Schlagern hier alles voll. Und die Leute gehen jetzt halt hier ihr Zeug holen, bringen es in ihre Häuser. Müssen dann nicht immer hier, beziehungsweise viel schlimmer hier hinten hin rennen oder da. Und hier wollte ich auch noch einen hinsetzen. Den könnten wir auch mal eben planen. Der Bahn. Da. Hier war nix, ne? Dann machen wir den hier hin. Oder da. Machen wir lieber auf der Seite. Obwohl eigentlich wurscht. Ach, sieht auch nicht schön aus.
So, Moment, eben weg. Und dann parallel zur Straße. Sieht viel hübscher aus. Dann machen wir hier mal noch ein paar Sträßchen dabei. So, hier. Und da. So. Ein drittes Zwischenlager. Unser Hauptlager ist fast leer. Da kommt ja nichts mehr rein, außer Weizen eigentlich. Oh ja, und der Fisch. Apropos Weizen und Fisch. Unsere Nahrungsmittelreserven schrumpfen. Wir müssen wieder aufstocken. Auch wenn wir da gerade gar nicht so die Leute für haben. Ach. Ja, kaum erwähnen. Beginnt der Herbst und unser Feld wird abgebaut. Aber trotzdem. Werden jetzt mehr Leute, brauchen wir auch mehr Nahrung. Weil es natürlich aussehen im Wind. Ja, lassen wir im Herbst nochmal laufen. Schauen wir noch mal eben hier. Wir sind jetzt bei 55 Leuten. Also insgesamt doch schon ein bisschen mehr jetzt. Aber halt viele Kinder gerade dabei. Und irgendwer hat keine Kleidung an. Wir haben aber noch welche. Das ist wohl eher ein temporäres Problem. Und die Zahl hier ist von 69, hatten wir glaube ich davor, auf 84 schon gestiegen. Bald sind alle unsere Leute auch schön ausgebildet. Das erkennen wir dann daran, dass die Leute die einfachen Arbeiten outsourcen. Ja. Gut. Das läuft ja. Dann können wir die Zeit, die steht glaube ich noch auf mal 5. Nochmal 5 ist gut. Wobei im Moment wieder ein bisschen Leerlauf ist. Ne? Vielleicht gewöhne ich mir das doch mal an. Zumindest so, wenn gar nichts passiert, das mal auf mal 10 zu laufen zu lassen. Sonst zieht sich das, denke ich, hier unnötig in die Länge. Ja, und jetzt gerade, wo die Leute durch die Masern so stark geschwächt wurden und durch den geringen Bonusbau. Oh, 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 ein Desaster. Ein Tornado. Das hatte ich auch noch nicht. Oh Gott. Kann man da hin? Nein, muss ich denn so suchen? Ein Tornado. Doch nicht jetzt, wo wir gerade aufrüsten wieder. Unsere Probleme mit den Masern. Okay, ja. Ich würde sagen, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Dann lasse ich es bei einem dramatischen Tornado-Ende und die Zeit läuft. Ich sehe ihn aber immer noch nicht. Mal gucken, was der so anrichtet. Bis zur nächsten Folge. Euer Schumpf.